Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Gaius, ich meine natürlich erstens Geschichte Nummer 3 erledigt. Und wir haben noch zwei Geschichten übrig, die knöpfen wir uns auch noch vor, die schnappen wir uns. Und zwar einmal in Canberra und einmal in Laurent. Weiß nicht, vielleicht Leia und Laurent, keine Ahnung. Wissen wir nicht. Egal, ich habe wieder ein bisschen Geld angesammelt. Also 146.000 habe ich jetzt im Moment, aber ich war natürlich wieder sehr fleißig, was hier die Katzenkarriere betrifft. Ja, goldene Frösche. Ich halt immer noch bei der Strategie an und ja, zurückbeordern. Und jetzt, wenn ich in Aufnahme bin, dann kann ich mal so ein paar Gummifisch schließen und sowas alles so schicken. Ist ja da lohnt. So, jetzt verkaufen wir erstmal wieder. Ganz doll. Die ganzen goldenen Frösche. So, jetzt haben wir 481.000. Ich tue lieber einzeln hier zurückzahlen. Ich weiß, vielleicht dämlich, aber warum nicht? Damit sie uns nicht die ganze Zeit anpiept. Piepen wir sie mal an. So, jetzt haben wir wieder. Wir kommen jetzt nicht immer irgendwie, was kann das sein? Egal. So, wieder was bekommen. So, und dann tun wir die ganzen anderen Sachen, die noch ein bisschen wertvoll sind, verkaufen. Und zwar hier Purizid. Ach komm, alle. Ich bekomme sowieso verdammt viel, wenn ich mal meine Katzen losschicke. Wupp. Warum tue ich das Kleinzeug hier eigentlich verkaufen? Hallo? Hier, das hier. Alles, was ich 99 Mal habe, kann ich ruhig ein paar Mal verkaufen, weil dann ist es wahrscheinlich, dass ich sie von Dings bekomme. Ich bekomme ja Purizid. Und weiß ich nicht. Schon wieder vergessen. Jedenfalls wertvolle Sachen. So. Ich glaube, für zweimal reicht das nicht mehr, ne? Aber einmal. Da wird er langsam so. Oh ja, geil. Cantarella, genau. Sonst nichts, ne? Ich glaube, das war's, ja. Komm nochmal einmal, verdammt. Na komm schon, ich werde noch ein bisschen jetzt zusammenkratzen, so 11.000. 7,5 Millionen habe ich, okay. Sehr gut. Warte mal, wo sind diese fossilierten Dingens hier? Habe ich davon überhaupt welche gesammelt? Ich glaube nicht, ne? Ja, für Garnamida kann man richtig viel Geld machen, wenn man die ganzen fossilierten Sachen hier verkauft. Aber habe ich anscheinend nicht gesammelt. Stimmt, habe ich auch gar nicht. Ich war gar nicht in der Vergarnamine. Ich war nur hier einfach so Katzen losschicken und so ein paar Titel am Farm. Muss ich da nicht. Also noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ein paar gehen noch. Ja, also 16. Mich. Dann kann ich doch kein Geld hier kriegen. Ja, wie wär's hier mit? So, dann. Noch ein bisschen hiervon, noch ein bisschen davon. Dies und dies und dies. Dann der Hüftschwung. Aber nur noch 150 will sie jetzt anscheinend. Jo, mach ich. Und ich habe wieder nur ein, zwei Mal was bekommen. Verdammt. Dann nur mal schnell ab. Dann machen wir uns auf zur nächsten Charaktermission. Freundschaftstrank. Katzenspielzeug. Ruf mich zurück. Wieder Auferstehung. Sehr gut. Okay. Dann. Auf zur ersten Charaktermission in Canberra. Er wartet da auf uns. Vielleicht wieder Gaius. Wäre richtig merkwürdig. So, Items. Ja, kann ich vergessen kaufen. Kann ich vergessen zu kaufen. Aber, naja. Ach ja. Ganz vergessen. Ich habe wieder offscreen die ganzen Viecher ja geplättet. Und alle melden mit Select. Bams. Jetzt habe ich das Silbersiegel bekommen. Sehr schön. Habe ich auch noch gewartet, bis ich das bekomme. So, dann, die müssen wir auch noch alle machen irgendwann. Silbersiegel, da kriegen wir nur Geld. Ey. So, ein paar sind hier. Ihr seid schon wieder neue gekommen, hallo? So, gleich kommen wir schon wieder was zurück, wenn das so weitergeht. Grasforschung. Sollen wir vielleicht die Mission Namen und so alles angucken? Optimistischer gelehrt. Ja, verdammt. Verdammt. Sehr gut. Vernichten, Quacker.
Silber Siegel, die können wir jetzt machen. Dann kriegen wir gute Sachen anscheinend. Dann nehmen wir mal die und die. Und den ja. Müssen wir noch einen erledigen. Und hier Silber Siegel, das auch. Ich versuche mal irgendwann so dazwischen zu packen. Leto Monster, auf dem Match normal, ich habe. In der oh, Silbersiegel, sehr gut. Jetzt wird schon wieder noch ein bisschen. Okay, Mission, Charaktermission. Vom Schloss, okay. Sehr gut. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn man alles hier zurückzahlt, Fortspiel endet. Irgendwas muss man da bekommen. Ich meine, man bekommt so schon gute Sachen, aber trotzdem. So, Jude, das müsste euer letzte sein, oder? Judes Geschichte fortsetzen, ja klar. Celsius, bitte, obwohl ich sag immer irgendwie, das ist die letzte Mission oder so. Dabei kommen immer noch ein, zwei. Weiß ich noch nicht. Oder es ist da verdammt kalt. Klar, natürlich, das musst du auch nicht fragen. Ach, ich weiß nicht. Ach ja, werde auch gleich sehen. I knew I could count on you. You really are enamored with Luger, aren't you? I think a better way to put it is that I trust and have faith in him, right? Yeah. Huh. I could have sworn that was the perfect expression. It seems I still have much to learn about the nuances of human language. So, jetzt müsste ich eigentlich. Yep. Whoops. Whoops. So, wen kann ich denn noch mitnehmen? Geil, ist aber perfekt eigentlich. Luga. So, ich habe schon wieder. Ja, mir war langweilig. Aber egal. So, okay, dann. Ja, ne, geil, ist eigentlich perfekt, dann. Aber kein Kommentar oder so, da finde ich ein bisschen schade. Warte mal, Koka Eishöhlen müssen wir, ne? Ja. Jo. Passt so. Ich muss wieder gucken, ob ich wieder alles hier so richtig eingestellt habe. Ich muss auch aufzugehen, jetzt nicht mehr Titelfarben, weil ich mit Muse und Gaius jetzt so kurz davor bin, die Titel zu bekommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft Farm in zwischen den Aufnahmen, das ist schon mal gut. Level brauche ich auch eigentlich nicht. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich kein Level Up oder so bekomme, weil ich bin eigentlich schon stark genug. Vor allem tue ich auch die ganzen Elementerze und all sowas schon sammeln. Gaius hat auch schon fast alles voll und Muse auch. Wir haben schon fast alles gelernt. Also bald werde ich nicht mehr trainieren können. So, wo müssen wir denn überhaupt hin jetzt genau? Silent Wälder, wo ist denn das? Ja, zu den Kuka-Eishöhlen bin ich doch. Dann gucken wir uns mal. Nein, hier geblieben. Jawohl. Ha. Sehr gut. Mila. Komm mal her. Bams. Okay, sehr gut. So, komm mal her, na. Verdammt. Die Wahrscheinlichkeit. Mein Gott, der hat ja immer noch voll viel. Ich wollte eigentlich, dass Mila macht, aber okay. L1 und X gedrückt. Da bin ich auch ein bisschen blöd. Keine Ahnung, da denke ich mir irgendwie so. Verbundene Session sozusagen ist vorbei. Warte mal, komm mal her. Komm ich mal um, wenn es geht. Ich mal ganz kurz um, wenn es geht. Vor allem, wenn man weiß, wie man welchen Titel bekommt, ne? Sehr gut. Dann kann man fast jeden Titel in ein paar Minuten oder so kriegen. Das finde ich richtig gut. Ma.
Der jetzt eigentlich ein Silbermakro hat. Mann. Ich knapp den hier. Ah. Ich habe von dem voll aufgehalten. Voll aufgehalten in der Story. Ich schaff den nicht. So, und jetzt aber. Komm her, Vorschneide. Jawohl. Sehr gut. Okay, Rache plus Retter der Macht. Voll übertrieben, Imba. Auf Freundschaft zu Gaius und Mila ist gewachsen. Einfach ein, zwei verbundene Dinge einsetzen, schon ist wieder alles gut, ne? Ja, und mit Gaius haben wir jetzt alle Dings bekommen. Alle. Na. Wird schon. 450 mal Dingens gelernt. Eingesetzt. Boah, ist egal. Wir haben ein Trophäe bekommen. Yay. So schicken wir. So, was wollte ich jetzt gucken? Was? Ach ja, Dings. Wow, er braucht auch nur zwei. Ich wahrscheinlich offscreen leveln kann. Aber wir sind wegen Celsius hier, der vielleicht oder vielleicht auch nicht hierfür verantwortlich ist, und ich bin gerade zurückgelaufen. Geil. Ich krieg schon wieder meinen Plopschutz hier. Was ist denn in letzter Zeit verdammt oft? Ach hier, meine Goethe. Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. So, Autoobjekte. Jetzt nicht unbedingt direkt einsetzen, nice das, ey. Also jetzt nicht direkt dir volle Möhre Objekte wegballern könnt. Warum dauert es zu lange, bis sie sich wieder nachladen? Ich will jetzt eigentlich anstatt Gaius jemand anderen wieder in die Truppe nehmen, aber lassen wir das. Wegen. Damit die mich lieben und so. Okay. Ich mache ja schon so einen halben 100% von, habe ich so das Gefühl. Nein, schnappen wir uns den. Also, das hier, nicht dich. Nein, nicht dich, das Ding ja. Lass mich in Ruhe. Eine Mission, wo ich einen von euch erledigen muss, das reicht mir schon. Ja, ne? Ich kann mal nachgucken. Muss ich irgendwas in der Kuka-Eishöhle töten? Sehr gut, Strahlt haben die. Roselhöhenstraße, Titalian-Kluft. Hab da nochmal Glück gehabt. Ja, genau du. Ganz doll du. Zack. So, dann. Museum müsste dann ja eigentlich auch mit Dingens gelernt haben bei 450 Dinger, ne? Jo. Ich musste auch noch irgendwas lernen, glaube ich. Werde ich angezeigt, okay. Whoop. Boah, der ist voll drauf. Okay, da war ein Loch und ich sehe irgendwie nicht. Da war auf der Karte eingezeigt. Boah. Ja, warte, dich mache ich noch platt. Wow, das geht ja voll schnell. Tut gleich die eine Mission richtig leid. So, jetzt haben wir alles gemacht, nur bis jetzt nicht der ganz. Jawohl, hier ist sogar noch was. Ist auch mal geil. Ja, mich doch nicht so gut schon umgeschaut hier. Da war irgendwann am liegen, aber ist egal. So, Celsioso. Ist auch noch was. Aber war nix, okay. 50%, ne? Hätte das oder das sein können. Und ich habe hier gar nichts erkundet anscheinend. Ist auch nix. So, mach Platz da. Bin doch hier richtig. Ich bin richtig, ne? Ja, ich bin hier richtig. Ich bin ja richtig, meine ich. Oh, was? 5300 galt. Oh, gleich kann ich schon wieder zurückzahlen. Sehr gut. Wip. Hey. Ja, oh, mein Gott, ich habe mich ja gar nicht umgeschaut. So wie das aussieht.
Nee, okay. Okay, hier muss das irgendwo sein. Stimmt. So, falls jetzt Celsius irgendwie bekämpft werden muss oder so. Yay. Sehr schön. Was? Also, nach da, okay. Ich sehe schon. Da war aber gar nicht da angezeigt und das ist ein seltenes Viech, das macht mal fertig. Das ist ja selten, aber das Viech gibt mehr Erfahrungspunkte und all sowas. Ich will es einfach töten, okay? Ja, so ein Eisangriff ist natürlich sehr blöd hier. Bulgarius, der hat Dingens Auslöschung, nenne ich Auslöschung. Wer ist das nochmal? So, und jetzt am besten nicht Dingens hier einsetzen, damit wir gleich. Ich rieche dort hier gleich sowas von Kampf kommt gegen Celsius. Dann haben wir gleich schon mal eine volle Verbundsleiste. Sehr gut. Außer ihr beiden setzt natürlich einer, wäre ja richtig doof. Sehr gut. Dann müsste ich wieder. Oh, sehr schön. Müsste ich wieder was zurückzahlen können, ne? Luger, you know you can't pull a fast one on our bank. Wie systematisch das hier jetzt alles vorgeht, ne? Geld zahlen, Gegner töten, Sachen lernen. Wow, wer hätte das gedacht? Celsius. Was machst denn du hier? Einer schon, genau, so wie es angefangen. Wo? Ach da. Mein Gott, was hast du denn für Adleraugen, Jude? Na, Celsius. Du warst weiblich, ne? Ja. Ich hatte jetzt hier super Gelegenheit, Gemüsesticks und so einzusetzen, hab's aber nicht gemacht. Talk? Yes. The device that hurt you, I created it. But I assure you, it was never my intention to dominate spirits. I was trying to create a world where humans and spirits could live together symbiotically. After inventing such a device, don't make me laugh. That's why I want to make sure that it never happens again. Celsius, please listen to me. Ich glaube, das hat sie auch vor. I don't think she's in a listening mood. Dann haben wir keine andere Wahl, als sie dazu zu zwingen. Ich will nicht gegen sie kämpfen müssen. Ja. Okay. Ich will jetzt nicht als dieser herzlose Bastard hier wieder rüberkommen, aber nein, hat mir Mila abgenommen. So. Wow, das sind viele AP. 66. Kann es sein, dass die einen, dass sie sich anpassen mit dem Level? Okay, das wird jetzt bestimmt Resistenz und oh, schwach gegen Dingens, das ist gut. Verdammt. Sehr gut. Die schaffen wir schon. Bams. So, das war ein guter Start. Ach ja, ich kann mich nicht verwandeln, stimmt ja. Ellie ist ja nicht da. Mach mal du, Jude. Ist deine Geschichte, ja. Mein. Natürlich bringen seine Waffen jetzt gerade nichts, was zum Teufel. Attribut Licht. Oh, super. Ja, ne, sie kann ja auch so Tales of Angriff, kann das sein? Konnte die in Symphonia auch. Okay. Jude bringt das irgendwie nichts. Tut mir leid, ich wollte ja eigentlich ihn steuern, aber ich will nicht. Au, ey. Au. Was? Warum wärst du ab? Warum wärst du meine Angriff? Warum bist du einfach nicht verwundet? Was ist denn eigentlich das? Egal, schaffen wir. Auch ohne Dingens. Matus. Ist nicht deswegen, dass ich Ella zurückhaben will, ne? Ich will allgemein wieder zurückhaben. Er ist verdammt ruhig geworden in den Trainingssession, wenn ich nie irgendwie dabei war. Meine Güte. Ist jetzt gut.
verstehe nicht, warum bringt meine Angriffe nichts? Habe ich irgendwie Feuerwaffen oder so? Erde, ja, hier. Guck mal her. Glück durch jeden Mist hier irgendwie herstellen. So, und zwei K.O. Das ein, zwei K.O. war eigentlich noch sehr einfach. Ey. Sehr gut. Okay, dann, das war ein Feuerangriff, den würde ich gerne nochmal einsetzen. Boah. Versteinert. Mila, wie wär's mal mit Ifrit oder so? Warte mal, Jude. Irgendwelche Feuerdinger. Was? Resistenz gegen Dingens, okay. Dann nicht. Ich denke mal so Element, aua, Schwächen haben irgendwie höhere Priorität als so Resistenten gegen, was weiß ich, aua. Guck mal ja, hey, oh Gott, da war keine Dings mehr. Doch, na klar, hallo. Au, ey, Mark. Ey, wir verlieren ja noch. Ey, hörst du mal auf damit. Oh Mann. Oh, Hilfe, irgendjemand vielleicht. Danke. Wir werden die ganze Zeit versteinert, geht mir so auf die Eier. Warte, gleich haben wir wieder. Oh. Er hat mal so einen richtigen Unterschied, wenn man Chromatis nicht hat, ey. Das ist ja so ein fünfminütiger. Ja, 5 Minuten immer. So eine kleine Unbesiegbarkeit für kurze Zeit. Ich sag mir nicht, dass du eine Mystic Art hast. Das wäre richtig blöd. Ich wollte mit Judah. Mann, ich drücke die ganze Zeit L1 und X, aber das geht nicht. Bitte stirb nicht. Das wäre voll doof. Oh Mann. Oder mit Jude zu Ende bringen. Ja, genau. Ultimativer Gletscher. Ja, das war das. Celsius, I'm sorry. Back off! This is no time for bravado. You can barely stand. I know you have nearly exhausted the mana in your fossil. I guess that battle ja, so am Nicken dann, must have taken a lot out of you. That's why I was hoping that we could just talk this through. Ja, Mana aufgebraucht. Spirites only manifest in our realm for as long as the mana in their fossils remain. Celsius won't be able to maintain her physical form for much longer. I just wanted to see it again. A place of nostalgia. Something here? Inside the ice caverns? There was once a small town near here, some 500 years ago. Now there's no trace of it at all. Time passes much more quickly for humans than for spirits. It's sad that it's gone, but that's just how it is. Was machst du hier, Gedankenluca? Aber manche Dinge bleiben bestehen. Aber manche Dinge bleiben bestehen. Ja. Ja, sehr gut. There's got to be some trace of those times still left behind. We'll help you search. But if we do find something, then you have to promise to stop giving us the cold shoulder. Basically, he's proposing a deal. So, what do you say? You sure about this? You probably won't find anything. That's certainly possible. But there's no harm in at least trying, don't you think? You're a strange one. Very well, you have your deal. Then can you at least point us in the direction of any other places you remember? I see. So in contemporary human names...
Those would be within the Kajara Sea Falls, Fenmont, and Fort Gundala regions. We'll take you there, then. When you are ready, call out my name. I will rest my physical form until I hear it. Understood. Rest in the meantime. Well, looks like we've got a lot of ground to cover. You really are nice to just about anyone, aren't you, Jude? No, that's not true. All right. Hey, thank you for all your help today. I really appreciate it. I suspect that I'll be needing it again before this is over. Klar. Für irgendwas muss ich ja gut sein. So, deine Katze ist zurückgekehrt. Verbindungsdoktor, fortgeschritten. Das heißt Verbindungsprofessor, Doktor. Ich habe nichts bekommen. Ah. Ich kann ausrasten, ich drehe durch. So, dann gehen wir noch ganz schnell zu Trigger, holen uns eine Belohnung ab. Für die letzte Zahlung. Und dann mache ich einen Schnitt. Ultraabwehr. Zauberhazard. Was soll er denn damit? Das hat mit der Dingens, ne? Zauberschutz, glaube ich. Egal, guck ich mir nächstes Mal an. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.